wunderschönen guten Morgen. Wir haben unseren Bären, den wir gestern schon gesehen haben, nochmal gefunden. An der gleichen Stelle. Oh, mir leid. Und ja, er futtert da vor sich hin. Und er sieht so putzig aus, der kleine Schwarzbär. Wobei, die Schwarzbären sind ja etwas kleiner. Also, der ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Jetzt sitzt er und ist dann ein Bär. Oh, jetzt geht er. Sucht sich einen neuen Strauch aus. Aber was für ein wunderschönes Fell die haben. So viel. Ja, jetzt sucht er sich eine andere Stelle aus. Und wir fahren jetzt in den Dasper Nationalpark rein und gucken, was wir da Schönes entdecken können heute. So berauschend, dass man jetzt denkt, oh mein Gott, aber es ist halt schon interessant, den mal zu sehen. Und hier gibt es so einen kleinen Rundweg drumherum, wo dann Schilder aufgestellt sind und man nochmal nachlesen kann, wie das Ganze entstanden ist und wie lange das noch dauert, bis der quasi schmilzt. Da haben sie Statistiken auch aufgebaut, das sind ja 5 Meter pro Jahr, die schmelzen und das ist schon beachtlich. Dabei sind so kleine Markierungen pro Jahr oder 1800, 1900, wann bis wohin der Gletscher ging. Ja, jetzt ist das im Prinzip das, was übrig geblieben ist. Und ihr seht auch gleich in den Aufnahmen, wie das Wasser, wie schnell das fließt. Und ja, wenn man ganz nach oben will, kann man auch eine Tour buchen mit dem Bus. Da wird man extra hingekarrt für, ich meine, 85 kanadische Dollar, also so ca. 60 Euro. Darf dann 15 Minuten übers Eis laufen und darf man sich dann wieder in den Bus setzen, dann wird man wieder runtergefahren. Das wollten wir jetzt nicht machen. Das waren wir dann auch ein bisschen zu blöd irgendwie. Und ja, deswegen gucken wir uns den mal von unten an. Und jetzt dürft ihr auch mal gucken. Wenn wir schon mal hier sind, kann man auch was essen. Ein leckeres Leberwurstbrot. Nicht <Ich glaub's. lacht> Krass, wenn man bedenkt, dass hier, wo wir gerade rumlaufen, überall Eis war. Vor nicht allzu langer Zeit. Also vor 20, 30 Jahren. Ja, wobei 30 Jahren war also da vorne war eine Markierung 92. Und ja, 2006, also war hier ungefähr noch 2000 war noch Eis. Aber wie ihr gerade auf diesem einen Bild gesehen habt, ist ganz oben noch ganz viel Eis. Aber es geht natürlich alles zurück.
Toben des Wasserfalls. Wir sind gerade am Tangle Creek Fall. Das sind ca. 10 Kilometer, wenn nicht noch weniger, von dem Athabasca-Glacier. Wir sind nämlich den Eisfall Parkway gefahren, oder fahren den ja noch, nach Surf Bahrain. Und da gibt es ein paar kleine Sehenswürdigkeiten, neben dem Athabasca-Glacier, der als erstes damit anfängt. Kommt jetzt der Tangle Creek Fall, der ist richtig schön. Und direkt an der Straße, man kann links daneben parken. Und wir sind jetzt sogar hier hochgeklettert, sind auch andere Leute auch geklettert. Also ich glaube, das waren hier viele, um ein paar schöne Shots zu machen. Aber es ist auch sehr, sehr schön, wenn man sich das mal anschaut. Und ja, jetzt fahren wir an den Eisfall Parkway weiter und haben dann noch ein paar kleine Stops, auf die wir euch mitnehmen. Viel Spaß! Zwei Kilometer später der nächste Gletscher. Also, wie ihr hier sehen könnt, halten die immer ganz viele Menschen ab. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass irgendein Tier da ist. Meistens ist es dann auch ein Bär. In dem Fall war es ein. Ja. Und wir hatten ihn eben für uns alleine. Genau, wir hatten ihn. Und meine einen. Sohn dafür. Da ist er. Klein. Die Scheibe ist wieder sauber. Aber nein, auch. Fahrradfahrer findet nicht so gut. Ja, ich glaube auch. Wanderer, Fahrradfahrer, das ist nicht das. Die machen das gerade nicht so was. So, es regnet immer noch. Und wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt wieder raus. Wir haben jetzt 15.43 Uhr und bis 16 Uhr dürfen wir im Nationalpark bleiben und wir haben noch 37 Minuten laut Navi. Wir hoffen mal, dass am Ende keine Grenze ist, aber normalerweise immer nur eine Kontrolle nach innen, nicht nach außen. Wir haben jetzt den Banff und den Jasper mit einem Permit gemacht und haben uns fast alles angeguckt, nur den letzten Wasserfall haben wir dann ausgelassen, weil es dann wieder voll geregnet hat. Und hier diese letzten 100 Kilometer waren halt sehr verregnet. Aber ansonsten ist das echt schön. Aber wir sagen gleich nochmal ein Fazit, wenn wir es hier rausgeschafft haben. Genau. Aber trotzdem sehr schön. Also, was haben wir gerade gesehen? Schnell Durchlauf. Keine Ahnung. Irgendwas Vorniges. Bergziegen.
So, wie ihr seht, ist mittlerweile schon dunkel, aber wir haben es geschafft. Wir sind aus dem Jasper zeitig noch rausgekommen und haben jetzt hier unseren Nachtplatz gefunden. Doch wir wollten euch ja noch ein Fazit zu dem Jasper, Banff und Juhu Nationalpark geben. Genau, wir hatten die drei im Prinzip Parks ja in 1,5 Tagen jetzt besichtigt. Einfach aus dem Grund, dass es jetzt regnen sollte. Und tatsächlich, es hat angefangen zu regnen und zu schütten, sodass wir schon viele Sachen nicht mehr sehen konnten. Das stimmt. Genau, und deswegen haben wir diesen Zeitraum dann quasi gewählt. Und ja, die Parks sind sehr schön, an sich schon gut gemacht. Und der Parkway ist schön und auch der Icefight Parkway ist ganz schön gemacht. Allerdings sind die Parks halt sehr überlaufen. Wohl in den Sommermonaten natürlich noch extremer. Also das, was wir erlebt haben, ist wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Trotzdem war es sehr überlaufen und sehr touristisch halt. Klar, jeder hält dann an, Foto und nächster Stop sozusagen. Entweder man geht wandern. Wandern waren wir jetzt nicht, weil wir halt nur diese 1,5 Tage dann gemacht haben. Und da wollten wir natürlich so viel wie möglich sehen. Ja, und was uns halt überhaupt nicht gut gefallen hat, ist halt ein anderer Punkt, ne? Genau, also wie ihr vielleicht gesehen habt, vorher als wir draußen waren, hatten wir sozusagen den Bär für uns alleine. Wir haben mit genügend Abstand den Bär in Ruhe gefilmt und den essen lassen. Aber wie ihr im Park selber gesehen habt, sind dann immer 1000 Autos da. Jeder parkt direkt vor dem sozusagen und steigt zum Teil noch aus, weil er nichts sieht, weil ein riesen Wohnmobil davor steht und so Spielereien. Also ja, das ist natürlich dann nicht mehr so schön und auch für die Tiere nicht. Die Ranger sehen das natürlich auch nicht so gerne. Aber wir fahren ja jetzt weiter Richtung Norden. Da wird es auf jeden Fall noch genug Bären und so geben, hoffentlich. Genau, es kommt ja jetzt der Alaska Highway. Und da soll es auf jeden Fall sehr, sehr viele Bären geben. Und ja, und noch andere Tiere. Wir sind schon sehr gespannt, wie der Alaska Highway so sein wird. Genau, wir gehen jetzt schlafen. Morgen geht's los. Die erste Zeit soll es ein bisschen regnen, aber dann hoffen wir, dass die Sonne wieder kommt und dass wir dann hoffentlich viele schöne Tiere sehen. Genau. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächsten Samstag. Ciao. Tschüss.